5. Juli 1990. Wieso? Füße. Da versinke ich etwas in diesem Stuhl. Aber ist das nicht sehr bequem in diesem? Wollen Sie lieber in den hier? Ja, darf ich? Einen Moment. Das geht auch. Ich kann mich doch darüber setzen. Sie setzen okay. sich hier. Hier müssen Sie nur ein bisschen mit den Schnüren auch aufpassen. Sitzen, wenn ich an der, wie sagt man, Television gucke, da sehe ich, bin ich da. Sie müssten nur hier rumgehen wegen der Schnüre. Ja, ja, ja. Ich stelle das dann zu Ihnen so hin. Da werde ich jedes Mal mit meinen Keksen vor dem Mikrofon krümeln. Ja. Also so müsste es gehen. Ja. Und Sie können sich ganz bequem zurücksetzen. Ich stelle das näher an Sie ran. Jetzt wollte ich Ihnen noch was sagen. Ein Moment, wo ist das? Die Tasse, wie es Ihnen bequem ist. Also kann ich jetzt bequem? Gut, ja? Okay. So. Ja. Also Fragen. Also, ja. Ich weiß, erinnere mich zum Beispiel, Sie müssen nur deutlich sprechen, weil ich bei mir... Mit dem Gehör. Ja. Kein Problem, Sie fragen mich, wenn ich zu leise spreche und so weiter nochmal. Ich würde gern zum Beispiel was über Ihre Kindheit erfahren. Sie sind doch, glaube ich, aus München, wenn ich... Nein, gar nicht. Ich bin aus Oberfranken, aus einem oberfrankischen Dörflein, das in meiner Schulzeit genau... 608 Einwohner hatte. Ja. Inzwischen ist es ein Luftkurort geworden. Der heißt Aschbach. Ah. Aschbach, nicht Asbach. Aschbach, ehemals Eschenbach. Im, wie sagt man, im Dialekt selbstverständlich Aschby. Ah. Ja. Und welche, in der Nähe von welcher Stadt liegt das Dorf? Ja, eigentlich ist es gar nicht in keiner Nähe. Es ist in der Luftlinie sozusagen zwischen Bamberg, Würzburg, Schweinfurt, so mitten drunter, im sogenannten Steigerwald. Ja. Waren Sie da die einzige jüdische Familie? Nein, wir, zu meiner Zeit waren ungefähr 20 plus, früher waren etwas mehr, 30 ungefähr, aber es war eine Abwanderung wie überall. Warum? Weil die Kinder, erstens waren relativ viele Kinder, Sie wissen ja, gab es keine Beschränkung. Meine Mutter ist gestorben an der 9. Geburt. Ich war, glaube ich, die 7. Ja, inzwischen war dem Jüngsten war noch einmal ein Söhnchen. Und die Jungs insbesondere, aber auch die Mädchen, haben in diesem kleinen Marktflecken eigentlich, wenn Sie wissen, was das ist, ja? Ja. War keine Möglichkeit, wie sagt man da, Arbeit zu finden. Ja? By the way, Marktflecken, unser Dorf war wirklich eine Art Geschäftszentrum für eine ganze Menge von umliegenden kleinen Bauerndörfern, von 200 Einwohnern, 300, 150, das weiß ich nicht mehr, ich habe das nicht gezählt. Die Namen weiß ich. Ja. Und ich weiß noch, dass wir alle diese Dörfer besucht haben, bei Fuß sozusagen. Ja. Oder eventuell bei Fahrrad. Das Fahrrad war ja. Hatte Ihr Vater da einen kleinen Betrieb? Mein Vater hatte ein, was man nennt, ein Eisengeschäft. Ja. Ja. Der Großvater hatte gehabt, war, wie man nennt, ein Güterhändler und hatte ein Hopfengeschäft. Und deswegen bin ich heute noch eine Sachverständige auch für Hopfen. Und Bier nehme ich dann an? Nein, Bier trinke ich kaum. Ja. Bei uns war wirklich auch eine Brauerei und alles in allem vier, was man nennt, Wirtschaften. Hat mich jemand gefragt wegen Bier. Ja. Und er wusste das Wort Hopfen natürlich weder in Englisch noch in Ivrit. Ah. Wie heißt das Hopfen in Ivrit? In Ivrit Kischut. Kischut. Kaff, Schien, Waff, Taff. Kischut. Ja. Weil ich habe gesagt, er zählte auf, was im Bier ist. Bitte? Er zählte auf, was im Bier ist. Und da kam mir vor, nicht vor, als Nein, wenn da Hopfen und Malz. Ja. Ja. Meine Tochter hat mich immer gefragt, sage, aber spring ein bisschen. Sage ich, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ja, einen Moment, was ich Ihnen sagen wollte. Es gibt noch ein hebräisches Wort auch für Bier auch. Man sagt Shechar, aber man gebraucht es nicht.
Ja. Ja. Und als hier die erste Bierfabrik errichtet worden ist, hat man ein Preisausschreiben gemacht. Und wer hat für einen Namen hat man gesucht? Ich weiß, und es hieß Abier. Das war bei Netanja Abier. Ja, ja, das war gelungen. Ja. Es klang wie bayerisch, ausgesprochen ein Bier. Ja. Was haben Sie denn noch so für Erinnerungen an das Dorf? Sind Sie sehr früh weggegangen in eine Stadt, um zu lernen? Nein, ich bin mit 13 Jahren auf das, eigentlich mit 12,5, auf das Lehrerseminar gekommen, eigentlich auf die sogenannte Präparantenschule in Höchberg bei Würzburg. Dann meine erste Lehrerstelle war dann in der Nähe von Forchheim. Wo sind Sie geboren? In Magdeburg, aber ich habe lange in Erlangen gelebt. Erlangen, daher kenne ich die. Forchheim ist doch mit den Störchen. Ja, das, wo man sagt, suche das Himmelreich zu Erlangen. Ja, genau. Ja. Ja, meine Familie, mein Papa hat behauptet, nicht behauptet, er meint, die Familie käme eigentlich aus Beiersdorf und hieß ursprünglich Beiersdorfer, was man dann gekürzt hat zu Bayer. Ja. Wie lange, also mit Sicherheit war die Familie schon mehrere Generationen ja, im Raum. Ja, ich weiß, ich weiß vom Urgroßvater, der sollte wie sagt man, mit Napoleon nach Russland gehen. Und er war zwar sehr kräftig, aber er hat nicht die nötige Höhe gehabt. Ja. Er war so stark. Er war natürlich, wie alle Juden damals, hat einen Hausierer und erzählt, dass er einmal alles ausverkauft hatte und da hat er sich Steine hereingetan. Er war nicht gewöhnt, den leeren Koffer zu tragen. Ja. Ein Moment. Diese Fragen, Sie stellen diese Fragen sozusagen um mehr oder weniger meine Aussprache zu fixieren. Nein, das ist einer der Aspekte, aber auch das vom Inhaltlichen. Nun, Frage weiter, Johanna. Ist das ein Zitat? Bitte? Ist das ein Zitat? Ja, gewiss. Von einer Operette, Frage weiter, Johanna, gewiss, kann ich das? Kannst du tanzen, Johanna, gewiss, kann ich das? Übrigens, das ist eine sehr interessante und bekannte Operette. Und da hat gespielt eine, wie heißt der? Na, Marie, nicht, Moment, Namen vergessen. Sie hieß ihm Müller und hat ihren Namen nicht gewechselt, einen Bühnennamen. Ah. Sie war eine wundervolle Sängerin. Ja. In ihrer Kindheit bis 13, bis sie in die Schule kam, ja. Was haben Sie da für Erinnerungen an das Zusammenleben im Dorf, an dem kleinen Ort? Sehr gut. Bei uns waren Katholiken, die Mehrzahl, Protestanten und Juden. Ich weiß nur eines, ich habe immer geholfen in der Kirche, auch die Glocken läuten oft. So und so oft, wenn ich mit einer, eine Chabura von Jungs gegangen bin. Ja. Ich persönlich kann mich an, möchte sagen, was man nennt, Antisemitismus nicht erinnern, aber ab und zu ist doch das Hep, Hep, Hep durchgebrochen. Sie verstehen, Sie wissen ja, was heißt Hep, Hep, Hep. Hieres Sulima ist perdita. Ist das jetzt geblieben? Hep, Hep, wussten Sie nicht? Nein. Also, ich wundere mich, wie ich war. Und sogar Judenstinker, Hep, 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 gehen nach Hause und scheißen ins Bett, so ungefähr. Ja. Weil nämlich, es hat jemand gesagt, das Sprichwort ist antisemitisch. Warum? Das brauche ich hier nicht erzählen. Denn für die Kirche, insbesondere für die katholische Kirche, waren die Juden nicht Andersgläubige, sondern Ungläubige. Ja. So wie für die Muslems die Kaffern. Sie wissen ja, was Kaffern ist, hat nicht mit Kaff zu tun, wie manche Leute meinen, sondern Kofrim, die Leugner. Die Stämme, Negerstämme, welche die Religion, die muslimische, nicht annehmen wollten, wurden bezeichnet als Kofrim. Daher, also in Arabisch natürlich, Kafrim, Kafr. Genau kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich meine arabischen Kenntnisse sind sehr gering. Ich wollte nach dem Tod meiner Frau, eigentlich
Als ich ins Land kam, wollte ich schon Arabisch lernen, aber ich habe keine Lehre gefunden nach meinem Geschmack. Wenn ich gefragt habe, Maha Shoresh, hat der Lehrer gesagt, Mafi Shursh, gibt's nicht, gibt keinen Shursh. Und sogar, als ich im Jahre 1983 in Ulpan Akiba meine arabischen Kenntnisse etwas vertiefen wollte, meine geringen, habe ich leider festgestellt, so wie die Deutschlehrer, ich hoffe, ich nehme kein nicht Deutsch verstehe, ja, nur die Wörter können, aber nicht, was man nennt, Tarche Halashon, die Wege der Sprache, so die Arabischen, so die Engländer, so die Hebräer. Und jetzt zum Beispiel schreibe ich eine Artikelserie, ich hoffe, sie wird herauskommen, Ivrit le Dovrei Ivrit. Ivrit, was für Hebräisch? Ja, wenn man sagt Dover Ivrit, das ist nicht nur Metab. Sie sind zum Beispiel Metaberet Ivrit, aber Adlo Doveret Ivrit, Kemoshomrim. Das heißt, Ivrit ist nicht ihre Muttersprache. Weder ihre Muttersprache noch, ich möchte sagen, die Sprache ihrer Seele. Sie übersetzen noch. Ja. Und dass ich spreche von Dovrei Ivrit, meint man diejenigen, die nicht mehr übersetzen, sondern natürlich Ivrit sprechen. Ja. Bei mir ist es wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob ich zu den Dovrei Ivrit gehöre, weil es kommt darauf an, wie man mich anspricht. Wenn man mich anspricht in Englisch, antworte ich in Englisch. Mit meiner eigenen Tochter spreche ich manchmal Deutsch, manchmal ein bisschen Englisch, manchmal Ivrit. Selbstverständlich, wenn wir mit jemandem zusammen sind, der Ivrit spricht, dann sprechen wir nur Ivrit, weil man doch nicht darf man doch nicht anders machen, damit nicht irgendwie herauskäme, dass man für jemand über jemand spricht. Was haben Sie mit Ihrer Frau für eine Sprache gesprochen? Meistens Deutsch. Ihre Frau war auch aus einem deutschsprachigen? Nein, Gebiet. Meine Frau stammt aus Polen. Ja. Sie war aufgewachsen in Frankfurt. Ja, und sie sprach nicht kaum Jiddisch, aber Jiddisch habe ich gelernt von der Mispoche, von der Familie. Ja. Überhaupt, weil Jiddisch, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, man hat einmal gefragt, Bialik, warum er so viel Jiddisch spricht. Bialik, du, sagte, Ivrit medabrim, man spricht. Jiddisch, Retzach, es Retzach. Redet sich von selbst. Ja, sozusagen. Ja. Jetzt hat einer unserer Patronim, wie sagt man Patronim, der Komiker sozusagen, gesagt, wenn ich sagen würde, Limon Sachut. Die Zitrone? Eine ausgepresste Limone. Das rührt keinen. Wenn ich sage, eine ausgequetschte Zitrone, eine ausgepresste Limone, das ist heimisch. Ja. Wann haben Sie Ivrit gelernt? Ach, das ist eine Geschichte. Ivrit habe ich versucht zu lernen im Alter von 24 ungefähr und habe mir alle möglichen Bücher bestellt und es ist mir nicht gelungen, bis ich durch einen Zufall bekommen habe, das etymologische Wörterbuch von Fürst, ein sehr veraltetes. Aber dann habe ich angefangen, wie man sagt, zu verstehen, denn ich kann nämlich nicht lernen, ohne zu verstehen. Ich habe im Seminar, wo wir haben Chemie, ich konnte sagen wir H2O, habe ich nicht gerne gesagt, sondern ich habe gesagt, zwei Teile Wasserstoff, zwei Hydrogenium, ein Teil Sauerstoff. Sie verstehen? Ich konnte nicht sagen, mal S5, Sulfur, Schwefel. Ja? Ich kann nichts lernen, ohne zu verstehen. Ich kann eventuell, aber ich hasse das. Wenn Sie noch mehr brauchen, ist es da. Ich melde mich. Ja. Und dann, wann war der zweite Versuch? Mit 24? Nein, dann, das war ich ungefähr mit 30. Und dann habe ich angefangen, mit mir selbst zu sprechen. Da waren Sie schon hier? Oder Nein. Da war ich in Bingen am Rhein.
da habe ich angefangen zu sprechen, und zwar mit mir selbst. So dass meine Frau hat zum Beispiel mal gesagt, wenn du gehst da herum und sagst, Se-Shulchan, Se-Shulchan Gadol, Se-Shulchan Gaboa, Se-Shulchan Yafe, diese Worte kennst du doch schon, habe ich gesagt, mein Kind, das ist doch, hier handelt es sich um etwas anderes, was man in Deutsch nennt, geläufig machen. Ja. Ein Wort übrigens, das die meisten Hebräer gar nicht kennen. Also, aber das will ich Ihnen jetzt nicht, ich will Ihnen keine, wie sagt man, keine Nachhilfestunden geben. Ja. Denken Sie mal dran, fragen Sie mal einen, wie man, was man in Hebräisch sagt, für geläufig machen. Das wird Ihnen genauso gehen, wie wenn Sie fragen, 1000 Amerikaner, weiß von Ihnen keiner, was das für ein Wort ist, ein Dollar. Sie wissen nicht, woher das kommt? Nein, Taler wahrscheinlich, ne? Und woher kommt der Taler? Nein, weiß ich nicht. Wo ist mein Schlag? Slicha. Gäste darf man nicht schlagen. Die zuerst geprägt in Joachimsthal und daher genannt Joachimsthaler, der ist geworden zum Taler. Welche Zeit war das ungefähr? Das weiß ich nicht. Ziemlich spät. Maria, es gab einen, wo mit dem Bild von Maria Theresia, der sogenannte Maria Theresia Taler. Und später ist das, so wie alles in der Sprache, wie sagt man da, bei Ivrit sagt man Nischak, es wird abgewetzt. Ja, sich abnutzt. Haben Sie übrigens einen Blick in mein Buch schon getan? Habe ich, aber nur die ersten zwei Lektionen habe ich angeguckt. Ich gehe jeden Abend, komme ich um 11 nach Hause. Das liest sich doch so leicht. Die Hauptsache ist, Sie müssen lesen, das vierte. Und übrigens, das Englische ist etwas tiefer gehend. Da werden wir später noch davon reden. So. Fragen Sie bitte weiter. Also wir hatten ein großes Loch zwischen Aschbach und Bingen. Nein, ich hatte inzwischen noch andere Lehrerstellen. Mit guten Erfahrungen. Die erste Lehrerstelle. Volksschullehrer war das, oder ja, was? Ja, Volksschullehrer. Also alle Fächer. Ja, die Volksschule, aber das war in der Kriegszeit, ich bin von 1914 bis 1920. Und da können Sie sich denken, wir haben angefangen, zum Beispiel Französisch. Eine Lektion haben wir gehabt, die hat uns Religionslehrer gegeben, weil der Französischlehrer war schon nicht mehr da, der war schon mobilisiert. Und das hat er gesagt, also so, ihr lernt, er hat einen großen Daumen gehabt, le chien, der Hund, le cheval, das Pferd, und so war noch einige Worte, noch einige Vokabeln hat man gelernt. Das lernt ihr für die nächste Stunde. Die nächste Stunde war nicht mehr, denn war wieder einer der Lehrer mobilisiert. So bin ich herausgekommen als ein ungebildeter Mensch. Und auch, zum Beispiel Seminar, habe ich erst viel später erfahren, was das überhaupt für ein Wort ist. Bei meinem ersten Vortrag, jetzt kann ich keine Vorträge mehr halten, habe ich das erklärt und habe gesagt, Seminar bedeutet Semi ein halber, Nar ein halber Narr. Sie wissen, was es bedeutet? Wahrscheinlich mit Säen irgendwas. Ganz genau, ja. Sähstätte. Entschuldigen Sie, wenn ich... Gut, dass Sie Ihren Stock weit weg haben, ich würde es auch nicht immer verdienen. Ja, nun... Die Schule und das Lehrerseminar, das Sie erwähnen, war das eine speziell jüdische Schule? Ja. Ja. Die sogenannte israelitische Lehrerbildungsanstalt. Aber der Stundenplan war genau so. Ja. Und befähigte so eine Abschlussprüfung, Sie dann auch in anderen Schulen zu unterrichten? Ja. Sie konnten damit in jede Schule gehen? Nein, in jede Schule. Ja. Jede Volksschule. Ja. Nicht Mittelschule. Ja. So. Ach, das ist ja interessant. Ja, weil wir hatten doch keine, wir haben in der damaligen Zeit, ich bin 1920 herausgekommen, das haben wir keine, wie nennt man das, keine Reifeprüfung. Ja. Ja. Ich sage immer, Ani Boger, ich bin ein Mevugar, aber kein Boger. Was heißt das? Erwachsener. Ja. Gever, die Umdrehung ist Boger, ja. Mit derselben. Ja.
dann haben Sie zunächst sich also eine erste Stelle gesucht? Ja, ja, nicht, hab ich, ja die habe ich die erste, das war eine schwere Zeit, das war die Inflationszeit. Und bin ich gekommen in eine, sozusagen, eine kleine Gemeinde in der Nähe, nicht, weit, nicht sehr weit bei Forchheim, also in der Nähe von Forchheim, Erlangen. Übrigens nach Erlangen bin ich sehr oft gefahren mit dem Rad. Wozu? Das ist eine interessante Geschichte. Wir hatten in dem Adelsdorf, hieß das Dörflein, an der Aisch, wenn Ihnen der Name bekannt ist, ja? Höchstadt an der Aisch. Ja. Ja? Dort war jemand, der mit Getreide gehandelt hat. Und wenn er verkauft hat, bin ich für ihn gefahren, sofort nach Erlangen, um das Geld zu holen. Das war die Inflationszeit, damit er wieder einkaufen konnte und nicht. Das war die Zeit, wo ja. heute war die Mark, sagen wir, 100.000. Heute war der Dollar 100.000 und morgen war er 120.000 ja. und übermorgen war er 150.000. Sie wissen, dass er auf 4 Milliarden 2, der offizielle Kurs war einmal so, 1 Dollar 4 Mark 20. Das würden Sie sich nicht mehr erinnern. Bis die Stabilisierung kam durch Schacht. Ja. Das wissen Sie noch, ja? Ja, das war alles vor meiner Zeit. Ja, ja. Ich kenne es von meinen Eltern. Ja. Dass man morgens sein Geld holte und abends langt es nicht mehr fürs Und am Brot. Schluss habe ich kein Gehalt mehr bekommen. Nur noch Naturalien. Nein, das gab es dort nicht. Ja, ich hatte bei Met ein Engagement nach Fürth. Und dort habe ich gebeten, man soll mir geben, was man nennt, gleitende Skala. Und da sagt der Gemeindevorstand, ein Spiegelfabrikant, der sogar, wo ich hinten nach erfahren habe, meine Familie verwandt ist, Namen habe ich jetzt gerade vergessen, eine gleitende Skala, hat man das schon mal gehört? Dann habe ich gesagt, Herr Kommerzienrat, er war mein Kommerzienrat, dann bedauere ich, kann ich nicht annehmen. Ich habe mir schon Eier eingelegt. Wie hat man das genannt? Oh, das war in so einer Glasige. Hab den Namen vergessen. Sie wissen, was ich meine? Man hat Eier in einen Eimer sozusagen eingelegt. In Salzwasser oder wie? Nein, nein, nein. Es gab eine spezielle gelatinartige Flüssigkeit. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie man das geheißen hat. Und ich hatte mir das schon vorbereitet, war? Aber ich habe mir gesagt, ich kann doch nicht jeden Tag sagen, ich habe kein Geld mehr oder, und so weiter. Und ich bin dann später dann nach Hause gegangen, habe im elterlichen Geschäft gearbeitet, bis sich der Gelegenheit ergeben hat, eine andere Stelle, die war in Bad Mergentheim, und die dritte war in Gelsenkirchen und die vierte war in einer Mittelschule in Wolfenbüttel bei Braunschweig und die fünfte war in Bingen am Rhein, wo ich 8 Jahre war. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen, was ich im Allgemeinen hier niemand erzähle. Ich war ja, mein Hauptamt war ja nicht Lehrer, ich war Kantor. Ich hatte wirklich eine besonders gute Stimme, denn meine Leidenschaft ist bis heute Musik. Ich habe ein absolutes Gehör, immer noch. Mein physisches Gehör ist schwach. Mein musikalisches Gehör ist immer noch 100%. Ja. Ich habe einmal ein Engagement gehabt nach Kassel, höchst bezahlt nach dem Rabbiner. Aber da war eine Orgelsynagoge und mein Papa hat sich schrecklich aufgeregt. Und habe ich das Engagement nicht angenommen. Ein anderes Mal hatte ich ein Engagement nach Stockholm. Aber dort war eine andere Sache. Habe ich auch gehabt, Vertrag sozusagen, also Angebot. Einer meiner Brüder hat gesagt, dort war nämlich eine Art Abstimmung oft in der Gemeinde. Wenn, sagen wir, 51 gesagt haben, den wollen wir nicht, und 49 haben gesagt, wie wollen wir ja, hat man den Vertrag aufgelöst. Und da hat mein Bruder, der in Regensburg später ein Geschäft hatte, gesagt, du kannst doch dein Maul nicht halten, und wenn dir etwas nicht passt,
Und wenn du dich irgendwie, wenn vielleicht ist da plötzlich eine Mehrheit gegen dich, wo kommst du aus Stockholm wieder zurück? Das ist etwas weit, denn in Schweden waren sehr wenig jüdische Gemeinden. Meine Tochter war vor einigen Jahren einmal dort zu einem Kongress und da hat sie den Leuten erzählt, sie wäre beinahe in Stockholm geboren worden. War Ihr Vater noch orthodox? Ja, selbstverständlich. Und meine Gemeinde war orthodox, die ganze Gemeinde, diese jüdischen Gemeinden in Bayern, da war eigentlich kaum eine nicht-orthodoxe. In ganz Süddeutschland war eine Gemeinde, übrigens, da wird Sie interessieren, am Vätersee in Buchwald, in der Buchwald oder Buchenheim am Vätersee war eine Gemeinde mit einer Glocke. Warum? Weil aus der Umgebung die Leute zur Synagoge zusammenzuhalten. Übrigens, dort war auch eine Familie Einstein, Verwandte von dem Einstein. Ja. Und Ihr Vater war auch noch, also nur im praktisch im Privatleben, oder trug er auch noch Kaftan und Pelzmütze? Nein, in die bayerischen Juden haben weder Kaftan noch Schläfen gehabt. Die hatten diesen Fes, diesen schwarzen. Bitte? Ich habe neulich Bilder gesehen von in einem Haus, so eine schwarze Art Fes trugen die. Ein schwarzer? So wie ein Fes, ein Fez. Nein, Madame, ich kann Ihnen das zeigen. Das Käppchen, wie man sagt. Ja. Das meinen Sie? Ja, das war so ist kein Fes. Einen Moment, soll ich Ihnen das vorführen? Wenn Sie es haben, das alte noch? Das alte nicht, aber ich habe das immer. Ich gehe ja auch beten manchmal. Nein, ich habe... Und ich weiß sogar, was das hebräische Wort bedeutet, was die meisten gar nicht kennen. Einen Moment. Sozusagen Leichtsinn. Ja. Die haben verstanden? Ja. Man hat zum Beispiel nicht gesagt, man hat gesagt, geh nicht bekalles Rosch. Das heißt, wörtlich mit leichtem, das kann man nicht übersetzen. Kalut bedeutet auch sozusagen, so wie im Deutschen, Leichtigkeit und Leichtsinn. Ja. Sie verstehen? So hat man Kallus Rosch, also in der aschkenasischen Aussprache. Aber hier, später, habe ich natürlich immer nur das genommen. Ja. War, da gibt es, ich möchte sagen, ganz verschiedene Erklärungen. Sie wissen zum Beispiel, ein Nichtjude, ein Christ, wenn er geht in die Kirche, nimmt er ab. So wie er vor seinem, Chef. Man, vor seinem Chef, ja, oder vor seinem Dorfbesitzer, vor seinem Dorfbaron, wir hatten einen Baron im Dorf, ja, gekommen ist, hätte doch nicht gewagt, seinen Hut aufzubehalten. So, wenn er vor seinen Gott geht, sozusagen, tut er herunter. Die jüdische Anschauung ist gerade umgekehrt, wahrscheinlich, weil sie auch aus dem Orient kommt. Wie kannst du, du hast doch gar kein Recht, sozusagen dich zu zeigen, sondern du musst dich bedecken. Ja. Glaube nur nicht, dass du, wie sagt man, so schön bist, dass du dich vor deinem Gott präsentieren kannst. Daher, das ist zum Beispiel eine bucharische Kopfbedeckung. Ja. Warum habe ich mir die gekauft? Weil für meinen bayerischen Dickschädel die zu klein sind. Passt ja. Ihnen gut. Ja. So ähnlich war dieses... Ja, so ähnlich. Der war nur höher. Ja, höher. Und ohne Naht oben. Also offensichtlich, das war flach gefaltet wie ein Schiff. Und das habe ich auf mehreren Familienbildern bei den Großeltern jetzt zu Hause gesehen. Ja, einen Moment. Schauen Sie, das ist genauso wie einmal in der napoleonischen Zeit... Die Kopfbedeckung ein Dreispitzwal, warum, weiß ich nicht. Das habe ich nicht erforscht. So waren die Kopfbedeckungen der Juden, wie sie auf Gemälden sehen, noch, sagen wir, von den alten Rothschilds, etwas größer. Ja. Übrigens, hier werden die immer noch kleiner. Und ich muss schon sagen, als liberaler Jude ärgere ich mich darüber. Ich sage, das ist eine Farce. Wenn ihr
euch den Kopf bedecken wollt, dann eine richtige Kopfbedeckung. Und dann die Schläfen locken, von was kommt das, diese Geschichte? Es ist in der Bibel geschrieben, Alta Schitu Peat Sekanchem. Das heißt, das ist schwer zu übersetzen, verderbet nicht die Ecken eures Bartes oder eures Haarwuchses. Warum? Das weiß kein Mensch. Manchmal sind diese Sachen gekommen als Protest gegen heidnische Gebräuche, gegen Gebräuche gewisser Stämme, von denen man sich differenziert hat und die oft auch, es gibt zum Beispiel noch ein Gebot, altit kordedu, das heißt, macht keine Einschnitte. Wenn Leute in Trauer gekommen sind, haben sie sich verletzt. Ich habe sie vielleicht mal zufällig gelesen, Hawaii, das Buch? Nein? Nein. Von wem ist das? Oh. Hawaii heißt es. Hawaii. Mitchner. Ah. Mitchner. Da war übrigens einer meiner Kunden immer im Geschäft. Sie wissen, einmal, das wollte ich Ihnen ganz kurz erzählen. Im Jahre 1939 habe ich gegründet, was war effektiv das erste Ulpan in Israel. Und da ist gekommen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, in dem Bild, wo ich schnell geschrieben habe, und da haben die Leute von der Ole Germania oder Ole Mercas Europa gesagt, eine wundervolle Idee, das machen wir auch. Das heißt, ihr macht das auch. Ja, wir machen das zusammen. Da brauche ich mich nicht um die geschäftliche Seite und die organisatorische Seite kümmern. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist gekommen von Wien ein Dr. Bronner, ein älterer Herr, und dem müssen wir helfen. Du bist doch noch jung. Damals war ich erst noch nicht 40. Wa? Ja. Und dann, übrigens auch der Krieg ausgebrochen, ein kleiner plötzlicher Stopp von der Aliyah. Und ich hatte eine Halbstelle im Beit Sefer Ali verlassen. Dort war ich Morelle Simra. Ich bin nämlich gekommen ins Land als, Slicha, wenn ich das so sage, als ein großer Sachverständiger für das hebräische Lied. Denn damals gab es noch keine Bücher. Das musste man alles sammeln. Denn es gab kaum Liederbücher. Ich erinnere mich noch an eine Sache. Ist einmal ein neues Lied bekannt worden, das heißt Semer HaPlugot. Bin ich herumgerannt bei den sogenannten Gafirim, das waren die jüdischen Shomrim. Wer weiß. Und da bin ich zu einem gekommen, hat er gesagt, geh nach Neve Shanan. Dort ist einer unserer Chavirim, der ist ja sehr musikalisch, der kann dir das geben. Und damals waren in Haifa ungefähr 4, 5 Lehrer für das hebräische Lied, denn die meisten Schulen konnten sich das gar nicht erlauben. Und wenn wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, hast du was Neues? Ja, wir haben ausgetauscht unter uns irgendein neues Lied. Und manche Lieder musste ich selber schreiben. Und sagen Sie nochmal, Sie sind dann 39, also weg von Deutschland, oder wann sind Sie weg? Von Deutschland bin ich 36 weg. Ja. Aber ich habe sofort angefangen, Hebräisch zu lernen. Ich bin eigentlich, meine erste Stelle war als Jugendleiter in Nahalal. Sie sind schon mit Ihrer Frau gekommen? Ja, selbstverständlich. Ja. Mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Auch schon mit der Tochter? Ja, ich war... Die hat übrigens im Nu Hebräisch gelernt. Die war mal in Holland gewesen. Nach zwei Wochen hat sie Holländisch gesprochen, wie die anderen Kinder. Im Kinderbewahrplatz heißt das ja. In Holländisch. Ja. Und die letzte Stelle war in Bingen, ja. Die Sie hatten. Und wie sind Sie da noch rausgekommen? Mit welchem Zertifikat? Ich bin als Jugendleiter herausgekommen. Ah ja. Ja. Also
über ein, dann hatten Sie auch in Deutschland am Ende zionistische Kontakte offensichtlich, ne? Ja, die zionistischen Kontakte hatte ich schon viel vorher. Ja. Ich war sozusagen im Geheimen als Zionist, denn das war damals eine schwere, schwere Sache. Und ich erinnere mich, dass ich einen Brief geschrieben habe an Benno Cohn, da war der Leiter der zionistischen Organisation. Es soll mir etwas helfen vielleicht, denn damals war meine Frau sehr krank gewesen, Basedow. Und hat er mir geschrieben, in Israel beginnt eine neue Sidre. Ich weiß, was eine Sidre, eine neue, die Schabbat-Vorlesung im Slang heißt die auch als eine Sedre, als Sidre, ja. Wie Sedre. Ja. Hier sprechen wir von Parsha. Ja? No, Parsha, was heißt das in dem Fall? Abteilung so ungefähr, ja. Chapter, wie Kapitel. Ja. Und wie sind Sie dann noch über Triest raus? Oder wie sind Sie bitte, ich verstehe nicht. Wie sind Sie aus Deutschland weg? Über Triest oder Holland? Sie sagten nein, 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 nein. Das Holland war früher, nach Holland bin ich gekommen, weil wir hatten eine Schwägerin, die war polnische Staatsangehörige und da hatten wir Angst und da die Flämisch, die in Antwerpen lange gewohnt hat, haben wir sie gebracht nach Holland. Die hat dort eine Näherei gemacht und meine Frau hat ihr geholfen und ich habe ihr auch geholfen, finanziell und so weiter. Denn ich hatte eine relativ gute Bezahlung. Ich war immer sehr hoch eingestuft, weil ich, entschuldigt, wenn ich das sage, in meiner Tätigkeit qualifiziert war. Ja. Ja. Besonders als Kantor. Nach Lehrer hat man weniger gefragt, obwohl ich auch als Lehrer nicht der Dümmste war. Ja. So. Und Sie kamen dann mit dem Jugendleiter? Ich habe 51 Jugendliche nach Nahalal gebracht. Jugendaljahr war das? Jugendaljahr. Ja. Und deswegen habe ich einen großen Titel. Ich sage immer, ich habe keine Bagrut, ja, aber ich habe einen großen Titel. Hamadrich Harishon, Shilhanoa Harishon, Bamoshav Harishon. Zu übersetzen, der erste Jugendleiter, der erste im, Jugendleiter ersten Moschaf, im ersten Moschaf, und bei der ersten Jugendgruppe, die dorthin gekommen ist. Ah. Ja. Und wohin sind Sie dann? Nahal? Nahalal. 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 Hier haben Sie, wenn Sie, ich kann es jetzt nicht heraussuchen, die Fotografie wo, von der ersten, wo wir noch jung waren, und dann beim 50-jährigen Treffen. Ah. Die, wenn Sie das interessiert, Moment. Ich hätte auch gern ein Bild von Ihren Eltern gesehen. Meine Eltern, die habe ich nicht, dann habe ich nur meinen Träger. Dann habe ich auch da. Sagen Sie, hat Ihr Vater einen nicht... Ein Moment. Das war die Fotografie der übrig gebliebenen. Ja. Leider sind schon 15 oder 16, und nein, damals waren 13 gestorben. Und wo habe ich denn die Fotografie von... Ich bin momentan so in der Arbeit, dass ich alles vergesse. Wo sind Sie denn hier? Ach, mit Brille, darum habe ich Sie nicht. Ja. Ja. Und so. Sie sehen da klein aus. Bitte? Auf dem Foto sehen Sie klein aus. Sie sind doch in Nein, Wirklichkeit... Nein, ich bin größer als die anderen, weil ich doch hinten stehe. Ich dachte, Sie stehen da auf einer Stufe. Ja. Schönes Bild. Ein Momentchen. Hat Ihr Vater eigentlich wieder geheiratet, dann, als mit den vielen Kindern? Selbstverständlich, er war ja noch jung, er hat 6 Kinder. Das ist eine Schülerin aus Bingen, die mich öfter noch besucht. Aus Bingen noch eine Schülerin? Ja, ich bin mit alle meine Schülerinnen und Schüler sind, wie sagt man, meine Freunde geblieben. Nämlich, ich habe, entschuldige, wenn ich das sage von mir selber, immer mit meinen Schülern ein gutes Verhältnis gehabt, denn ich habe sie nicht gezwungen, mich anzulügen. Ja. Hier haben Sie meinen Vater und Mutter, nicht die Mutter. Und hier haben Sie den alten Isi Bayer mit Tochter. Ah. Das ist vor unserem Haus und ich habe sogar noch
Das ist mal mein Großvater, von dem ich den Namen geerbt habe. Ja. Das war eine, das ist nicht die originale Fotografie. Das war eine der ersten, wie sagt man das? Das hieß damals, die Garotepie, wie hieß das? Ich weiß nicht mehr. Das ist die originale. Das ist eine Data. Die ersten Fotografien. Ach ja. Das ist ja auch ein wunderschönes Bild hier. Ja, das ist natürlich gerissen, war gerissen. Und das war das Haus. Markus hieß das früher. Aber da war Ihr Vater vielleicht 20 Jahre, 24 Jahre auf dem Bild? Dort war er ungefähr 30, ich weiß nicht ganz genau, wie er geheiratet hat. Wir haben über diese Dinge nicht sehr viel gesprochen. Warum? Wenn eine zweite Frau ins Haus kommt, darf man, ist es nicht schön, so viel von der Mutter zu sprechen, verstehen? Ja, ja. Weil, ich habe noch eine schönere Fotografie, hätte Ihnen gerne gezeigt, die Fotografie von Nahalal, wo wir aufgenommen wurden, die ganze Jugendgruppe. Am Anfang, nachdem ich die Alten hier kenne, ja, ist das schön, die Kinder zu sehen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo das steckt. Wenn ich gewusst hätte... Sie haben nur die eine Tochter? Ja, denn der Arzt hat verboten, weitere, weil dann war leider nach der Geburt meine Frau krank geworden ist, dann war sie doof und das hat der Arzt gesagt, stopp. Wo kommt das hin, das Bild? Vorsicht mit dem Bild. Hier. So. Ich weiß, ich kann mir nicht sagen, wo diese Bilder stecken alle, denn ich stecke momentan so sehr in der Arbeit. Ja. Es wird noch eine Gelegenheit geben, dass ich mir mal zeige. Ja. So. It's your turn to ask. Was hat Sie damals bewegt? Können Sie ein bisschen näher kommen? Ich wollte nicht so nah ran, dass meine Stimme nicht so laut ist. Für Sie kam damals bei der Auswanderung nur Israel in Frage, anderes Land. Kein anderes Land. Ja. Ja. Denn ich wollte, das ist eine interessante Sache vielleicht. Ich wollte schon viel früher kommen, meine Frau auch. Die hat Hühnerzucht gelernt, um einzuwandern. Aber ich habe eine schreckliche Empfindlichkeit der Augen gehabt für Licht. Und da habe ich Angst gehabt. Wenn ich nach Israel komme, kann doch nicht blind werden. Und da habe ich gewartet, bis ich etwas mehr Geld zusammengespart habe, damit ich eventuell als Kapitalist einwandern kann und so weiter. Und ich habe mir extra Augengläser gemacht, dunkle. Und als ich hierher kam, habe ich herausgestellt, dass ich es gar nicht brauche. Ich war einmal in der Schweiz gewesen, weil meine Frau zur Kur war, in La Chaux-de-Fonds. Und da habe ich schrecklich gelitten. Und überhaupt, wenn ich nachts rausgegangen bin, die Straßenlampen haben mich gestört. Und siehe da, hier ist ein anderes Licht. Ja. Wie haben Ihre Eltern dann auf die zionistischen Interessen reagiert? Damals habe ich keine Eltern mehr gehabt. Mein Papa ist gestorben. Ich sage immer Gott sei Dank, die werden es gleich nicht missverstehen, 1929, zur selben Zeit, als das Pogrom war, das Schreckliche in Hebron, wenn Sie wissen davon. Hier, in Hebron, der alten jüdischen Gemeinde. Ja. Ja? Und ich habe immer gesagt, ich bin glücklich, dass mein Papa gestorben ist, bevor er die Hitlerzeit erlebt hat. Denn er war ein, wenn ich sage, deutscher Patriot, das klingt etwas komisch. Denn ich sage, ein jeder anständige Mensch ist ein Patriot. Wenn ich gekommen wäre nach Venezuela. Ich glaube, ich muss zumachen, weil das... Besser erstickt als erfroren. Kennen Sie das? Nein, das kann ich nicht. Nein, kennen Sie nicht? Nein. Haben Sie übrigens, was ich Ihnen von Nürnberg die Definition erzählt habe, haben Sie auch nicht gekannt?
Welche von Nürnberg? Das ist die Stadt, wo die Hasen Horsen und die Hosen Husen hasen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Sie haben gesagt, Sie sind in Nürnberg aufgewachsen? Erlangen. Aber in Erlangen. 12 Jahre. Ja, Moment, was wollte ich sagen? Ich hatte Sie gefragt, wie Ihr Vater zu den zionistischen Interessen stand. Dann haben Sie gesagt, er ist 29 Jahre. Einen Moment, schauen Sie, ich erinnere mich, dass ich einmal wie mein Papa Gemeindevorstand war, gesammelt habe für die Armen Jerusalems. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich zusammenbekommen habe in unserer kleinen Gemeinde 51 Mark. Das war gar nicht wenig, denn jeder hat eben 3 Mark, 4 Mark, 5 Mark. Aber der zionistische Gedanke war den bayerischen orthodoxen Juden fremd. Stehen? Ja. Genauso wie es ihnen fremd war, dass ich eine Ostjüdin geheiratet habe. Das war, darum sage ich immer, ich habe in einer Mischehe gelebt. Und meine Tochter. Moment mal, jetzt geht es. In unserem Lehrerseminar, ich erinnere mich noch, auch in der Präparantenschule, ich habe selbst im Alter von 13, erzählte mir jemand namens Wolbeck. Der war später ein Professor in Bezalel hier, der Kunstschule. Ja. Sie sind bekannt. Sie wissen, warum er Bezalel heißt. Bezalel und Oholiab waren die beiden, die das sogenannte Stiftzelt gebaut haben und ausgestattet haben. Und da hat er mir erzählt, der Kabbalah aus Frankfurt, seine Brüder sind Zionisten. Und als ich davon gesprochen habe, hat er zu mir gesagt, er hat eine Hasenscharte gehabt. Warum hast du das erzählt? Das ist nicht gut, die Schulleitung, die sind gegen die Zionisten. Ich habe damals noch kaum gewusst, was Zionisten sind. Im Seminar habe ich einen der ersten zionistischen Vorträge gehört, von dem ich beinahe herausgeschmissen worden wäre, weil wir nachts zurückgegangen sind. Mit Hilfe einer Fahnenstange, ich weiß nicht ganz genau, im Seminar. Sie verstehen, was ich meine? Denn man hat doch bei uns das Tor geschlossen. Wir konnten ungefähr um 7 herausgehen, aber um 9 oder 10 oder 11 Uhr konnten wir nicht mehr zurück. Da mussten wir also einsteigen in den Oberstock. Und das hätte mich beinahe, wie hat man in Deutschland gesagt, ich weiß nicht, geschasst worden. Ja. Was das für ein Wort ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, Chassé, Französisch, jagen. Ja. Und ich habe damals, ich erinnere mich noch, ein Dr. Nürnberger, der damals, der später ein Arzt war in Haifa und hat den Namen geändert auf Nier, hat einen Vortrag gehalten, der war damals Student in Würzburg und mir war der Gedanke, der zionistische Gedanke, gar nicht revolutionär, sondern, wie sagt man, no, wie sagen wir in Hybrid, mit Capella Latat, das heißt natürlich, ja. Was übrigens mit treuem Staatsbürgertum gar nichts zu tun hat, wie ich Ihnen eben gesagt habe, wenn ich ausgewandert wäre, nicht nach Israel, sondern nach Venezuela oder irgendwohin, wäre ich auch dort ein Lokalpatriot geworden oder geblieben. Ja. Selbstverständlich. Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? War das in einem Jugendbund zusammen, im sogenannten IWB, Deutsch-Jüdischer Wanderbund, der nach ganz kurzer Zeit sozusagen zionistisch geworden ist. Ist es dann blau-weiß geworden? Nein, nicht ganz. Wir waren sozusagen, die beiden Bünde waren befreundet. Aber der blau-weiß ist mehr entstanden als ein Jugendbund der Akademiker. Also genau, weiß ich nicht genau, die Geschichte war. Das war sozusagen keine Konkurrenz und keine Feindschaft, im Gegenteil, sondern eine Art Zusammenarbeit.
Und da haben Sie sich kennengelernt, beide. Ja. Da waren Sie sehr jung noch, ne? Da war ich ungefähr 25. Wir haben mit 26 geheiratet, meine Frau einige Jahre jünger. Das war eine sehr schwere Sache, weil meine Frau Ostjüdin war, wie man sagt. So dass auf meiner Hochzeit meine Geschwister nicht kamen. Mhm. Nur mein Papa, ja, der hat diesen, übrigens, wird Sie vielleicht interessieren, der Jossi Stern weiß das, die Hochzeit war in Gießen. Und zwar die erste hebräische Trauung in Deutschland. Denn meine Frau und ich, wir haben damals schon Hebräisch verstanden, hat gefragt, ob der Rabbiner, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber ein sehr gelehrter Mann, die Trauung in Hebräisch machen kann. Und er hat es gesagt, ja, und hat es gemacht. Es war eine historische Trauung. Ja. Das hat der Jossi Stern neulich erzählt. Ja. Er weiß das. Moment, darf ich mal versuchen aufzumachen? Machen wir etwas auf. Ich kriege keine Luft. Sie haben recht. Jetzt hat er auch aufgehört mit der Klopferei. Aber ohne Luft kann ich nicht leben. Ja. Sind Ihre Geschwister dann noch aus Deutschland rausgekommen? Bis auf den letzten. Der war Lehrer auch. Warum bin ich Lehrer geworden? Weil mein Papa gesagt hat, Kaufleute, wir waren vier Brüder und zwei Schwestern, ist es sehr schwer, den, wie man sagt, Schabbes zu halten, das heißt, am Schabbat nicht zu arbeiten. Wenn ich werde Lehrer, kann ich den Schabbat halten. Mein jüngerer Bruder, der Jüngste, an dem unsere Mutter gestorben ist, der war auch Lehrer. Der war übrigens auch Taubstummenlehrer und als ich damals, ich hatte so viel Arbeit als Lehrer, Sie können sich gar nicht vorstellen. Hier als Hybridlehrer und ich habe ihn gebeten, komm, ich habe für dich Beschäftigung. Und da hat er gefragt, ob das eine feste Stelle ist. Da habe ich gemeint, das war schon 1937, 38, ich weiß nicht ganz genau mehr. Und weil er der Jüngste war, war er verwöhnt. Er war damals in Berlin. Damals war er an der sogenannten Gärtnerschule, das heißt, ein Lehrer namens Gärtner hat das geleitet. Vorher war er in Weißensee an der jüdischen Taubstummenanstalt. Also ich hätte ihn eintrainiert schnellstens und ich war so beschäftigt, dass ich habe manchmal 10 Lectures im Tag gegeben und habe auch, damals war das relative Lehrergehalt in der Volksschule war 13 Piaster. Wie hat man das damals genannt? Da, nicht Piaster. English Pounds, also Lirot, haben wir gesagt, ja. Das habe ich schon vergessen. Und ich bin gekommen bis auf ungefähr 24, ein Einkommen von 24, das war ein relativ hohes Einkommen. Ja? Aber wie gesagt, dann habe ich diese Stelle in der Realschule verlassen. Ich habe gebeten, man soll mir meine Schiorim überführen im Nachmittag und das wollten die nicht. Und diese Idee, ich habe das genannt Beit Sefer Ma'avar, ein Jahreskurs sozusagen, Übergangsschule. Und nach einem Jahr hat das aufgehört und dann haben wir angefangen mit einem kleinen Geschäft, einen halben Laden in einem kleinen Laden. Und ich habe gearbeitet 7 Jahre als Musiker in Cafés. Und damals sind die Cafés aufgekommen, wie sagt man, wie Pilze nach dem Regen. Was haben Sie Klavier gespielt? Klavier oder Geige? Ich habe, original habe ich auch gegichen. Aber ich habe gespielt, habe ich Trompete gelernt. Ich habe als Pianist keinen Platz gefunden. Und da fragte mich der
erste, wo ich angefragt habe, in einem Café Haas, wenn Sie auch Ziehharmonikerspiele kennen, der war aus St. Karlsruhe, sage ich, ich kann auch Ziehharmonikerspiele, denn ich habe jetzt engagiert einen Pianisten. Und dann später mussten die, wer nur ein Instrument gelernt hat, die Geiger mussten lernen Klarinette oder Saxophon. Und habe ich gelernt Trompete. So. In welcher Stadt war das? In Haifa. Ich bin doch fast 50 Jahre in Haifa gewesen. Aber Sie hatten doch auch mal einen Buchladen in Haifa, oder habe ich das falsch verstanden? Das habe ich angefangen mit, wir haben angefangen mit einem Buchladen. Ja. Das heißt mit einer Leihbücherei. Und dem halben Laden etwas voll zu machen, habe ich meine eigene Bücherei hereingesteckt, damit das nicht so leer aussieht. Ja. Aber dann habe ich mal zu meiner Frau gesagt, jetzt kommen viele Chayalim, Shukrarim, kommen, also wie sagt man da? Soldaten? Verwundete? Nein, demilitarisiert, demobilisiert. Entlassene Soldaten? Ja, die kommen zurück und da werden die Buchgeschäfte wie Pilze aus dem Boden schießen und viele werden machen nur Buchverkauf im Haus. Jetzt werden wir, wie man sagt, das Steuer umwerfen und zur Musik übergehen. Und das war, weil ich spiele, nicht nur, dass ich spiele, sondern ich schreibe, ich bin imstande zu schreiben, ohne Klavier. Verstehen Sie? Ja. Und natürlich, das war alles sehr schwer. Denn haben Sie auch komponiert, meinen Sie das? Im Notfall, also ja. Ab und zu, nicht sehr viel. Ja. Das war nicht meine, das habe ich als Junge, im Alter von 14 habe ich mein erstes Lied geschrieben. Das war ein Wiegenlied. Und das hat mir mein Papa, der auch sehr musikalisch war, wir sind eine musikalische Familie, ja. Hat er mir extra 5 Mark geschickt. Ich habe einige Märsche komponiert, aber das ist, sind auch einige Sachen veröffentlicht worden in gewissen Zeitungen. Aber das war nur so neben, da habe ich noch einen Kiddusch geschrieben. Das war ein Kiddusch, ja, den ich über vergessen habe, weil ich habe jetzt die ganzen Aufzeichnungen, die ganzen Papiere, von dieser Periode, alles, was ich hatte, habe ich meiner Tochter gegeben, die ja eine Musikwissenschaftlerin ist. Denn ich komme nicht mehr dazu. Ich habe auch geschrieben in der Kantonenzeitung und in der Lehrerzeitung und so weiter. In der Lehrerzeitung habe ich sehr viele Buchbesprechungen gemacht. Ja? In Israel das alles? Nein, in Deutschland. Die Kantoren hatten eine Zeitung? Ja. Eine Monats-, Vierteljahresschrift, ich weiß schon nicht mehr. Zu meinem 70. Geburtstag hat mir meine Tochter präsentiert einige Sachen, die ich geschrieben habe. Ja. Ja, gab es eine spezielle Ausbildungsstätte für die Kantoren? Oder lernt Nein, man das im so? Lehrerseminar haben wir auch ein gewisses Training gehabt. Aber das ist eine schwere Sache. Ich habe mich da selbst, sag mal, zusammengeschrieben für alles, für jedes Fest und für jeden Tag. Da habe ich eine Menge von Heften gemacht, weil ich habe gesammelt, ich habe abgehört, ich bin herumgegangen. Zum Beispiel hatte ich eine Riesensammlung von, was man nennt, Smirot, das heißt die häuslichen Gesänge am Freitagabend und Schabbat. Ja. Ja? Weil ich habe das aufgeschrieben von, weil für mich war das kein Problem. Und das habe ich dann alles meiner Tochter übergeben. Ich habe auch einige Aufnahmen gemacht in der Taklidia, in der Phonothek von der Universität. Denn meine Tochter war eine Reihe von Jahren, hat sie geleitet, die Musikabteilung unserer Nationalbibliothek, bis sie das weggeben konnte. Das hätte mich persönlich immer interessiert. Sind diese Lieder teilweise, sind die verschieden nach geografischer Herkunft? Oder gibt es grundsätzlich aschkenasische Lieder, die werden... Sie meinen von diesen Hausgesängen? Also die Schabbatlieder, ja. Und auch die in der Synagoge? Auch selbstverständlich.
selbstverständlich, da gibt es Wollen wir kurz Pause machen? Weil Sie haben jetzt so nonstop. Ja, Moment. Da gibt es das, was man genannt hat, das süddeutsche Chasones, Chasdanut, und das norddeutsche und das polnische und das russische. Da möchte ich Ihnen etwas Interessantes erzählen. Es gab sogar in einigen Gemeinden ganz besondere, zum Beispiel hatte ich einen Kollegen in dem Seminar, der stammte aus Kühlsheim im Baden. Und dort gab es wieder, die haben auch besondere Gesänge gehabt. Und da habe ich einen Kaddisch von ihm aufgeschrieben. Und als ich von Mergentheim gekommen bin, nach Gelsenkirchen, wo holländisch-ostjüdischer Einfluss war, so merkwürdig das klingt, dort kam der Einfluss mehr von Holland, in Gelsenkirchen an der Ruhr. Ja. Und da habe ich diesen selben Kaddisch, habe ich gesehen, den kann ich nicht so singen. Der war nämlich absolut in Dur wie die meisten. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn einfach anstatt in D-Dur in D-Moll gesungen. Ja. Und ich habe das überhaupt angepasst. Ich habe ja gesehen. Also es gab eine bestimmte Breite für Improvisation, wenn ich das recht verstehe. Das war dem Kantor selbst überlassen. In einem gewissen... Fortsetzung des Gesprächs am 6. Juli in Jerusalem vormittags. Übrigens habe ich heute, gerade heute früh, gefunden, woher das Wort aufhören, also die Pause, Hafsaka, wo das herkommt, die Verwandten. Da habe ich mir aufgeschrieben. Aus welcher? Nein, ich habe mir schon eins genommen mit Tee heute früh. Sehr gut. Ja, das ist Kokos. Und das ist streng koscher, das kommt von Bnei Brak. Also Sie können es mit ruhigem Gewissen essen. Ich wollte was Komisches fragen. Hat nicht Erlangen eine besonders lange Hauptstraße? Ja. Ja? Es muss ursprünglich eine Art Straßenstadt gewesen sein. Eine Hauptstraße, die durch den ganzen Ort hindurchgeht. Ach. Und an der Hauptstraße liegen rechts und links diese großen Plätze um diese Hugenottenkirchen herum. Ach. Erlangen ist die Stadt, das sieht aus wie, als wenn Descartes die Häuschen konstruiert hätte. Ich erinnere mich, wenn ich gefahren bin, erstens bin ich manchmal durchgefahren nach Fürth zu einem Fußballspiel. Und vor allen Dingen habe ich Ihnen doch erzählt, dass ich dort Geld genommen habe. Und das Geld musste ich nach Hause bringen in einem Rucksack. Sie verstehen? Für einen Waggon Getreide. Inflation. Ist Ihnen niemals die Idee gekommen, durchzubrennen mit dem Geld? Nein. Ich stelle mir vor, wenn man wandert mit einem Rucksack Geld. Nein. Ich bin von Adelsdorf gefahren, schnell sozusagen, nach Erlangen. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Das Geld genommen, denn der Getreidehändler, der musste doch schnellstmöglich das Geld haben. Denn wenn er ein paar Tage stehen lässt, ging es runter.
Ich habe mir gestern überlegt, ich hätte von Ihnen gern noch, wenn Sie Lust haben, hätte ich gern noch Sachen gehört über die verschiedenen Zeiten in Israel. Haifa, der Buchladen und was dann danach kam und so weiter. Das ist mir heute etwas schwer. Buchladen. Wir können jederzeit abbrechen, wenn ich also merke, ja, Sie werden... Ja, darf ich immer mit den Füßen da herauflegen? Alles. Das ist nicht wie bei jenem Großvater, wo die Füße gehen, wo die Nase, nein, die Füße, die Nase läuft und die Füße riechen. Habe ich jetzt etwas vermasselt, wie man sagt. Sie kennen den Ausdruck Massel? Sie wissen, was das wörtlich bedeutet? Glück, Masal. Wörtlich. Was heißt es wörtlich? Sternbild. Ah. Aber der alte Ausdruck war nicht Masal, sondern Masar. Eine Metathese. Das ist diese berühmte, nein, diese, no, RL-Austausch. Oh, da habe ich sie jetzt erwischt. Bei einem schweren Fehler. Ja. Ich habe jemand mal eine Unterhaltung gehabt mit dem Redakteur eines großen Verlages. Und der hat mir gesagt, Reisch und Lammert, R und L, ist ja eine bekannte Geschichte, dass die sich austauschen. In den romanischen Sprachen gibt es sehr viele solche. Auch nicht. Ich fürchte auch nicht. Moment, Madame, hören Sie mich an. Habe ich zu ihm gesagt, Baruch, wenn du mir ein Beispiel bringst, wo R anstatt L kommt, also Reish anstatt Lamed, zahle ich dir sofort 10.000 Shekel. Sagt er. Regechat. Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Habe ich ihm soll ich Ihnen eins sagen? Ja. Peregrinare im Lateinischen wird in den romanischen Sprachen teilweise Pèlerin und Peregrino. Ja, aber nicht umgekehrt. Es findet nicht statt ein, das ist doch der die ganze... Tausch, nein, nicht ein Austausch. Nicht R für L findet no, nicht. Madame. Die werden das, wenn sie sich interessiert, lesen, da mehr. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein englisches Beispiel. Rank. A rank boy became a lank boy. The same in German, eine Ranke, aus Rank wird lank. Und die Verstärkung ist schlank. Und bei der Gelegenheit, Schrank ist oben. Wenn Sie aber sprechen mit einem Menschen beschränkt wie ich, das ist nach unten. Das ist von Schranke beschränkt. Ja? Beschränkt ist von dem Wort Schranke, soviel ich weiß. Ja, dasselbe. Aber das ist die... Ich esse die auf. Dafür sind Sie da, Sie können noch haben, wenn es Ihnen schmeckt. Nein, danke. Tja. Also, sind wir schon in den Fragen drin? Ist schon alles aufgenommen, ja. Ein Moment, aber jetzt sollen übrigens... Überlegen Sie, was Sie gesagt haben. Also noch einmal. Niemals kommt R für L, sondern umgekehrt. Das R sinkt ab. Ich gebe Ihnen ein ganz besonderes Beispiel. Hadass. Sie wissen, was eine Hadass ist? Eine Myrte. Ah. Eine Myrte. Das war Radas, nämlich dieser Myrtenspusch, das bedeutet der dicht belaubt, so heißt es auch in der Bibel, Eitz Avot, der dicht belaubte Baum. Wenn Sie einmal einen Myrtenzweig sehen, da sehen Sie, dass diese Blättchen sind klein, aber besonders dicht beieinander. Davon der Name Radas, also Sie müssen denken, dass das so einmal kaumig-kehlig ausgesprochen wurde, ja, und daraus wurde Hadas anscheinend,
und später Hadas. Und ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie sich erinnern, was Sie mal gelernt haben, das He ist immer noch ein gutturaler Laut. Leider sagt man in den Grammatiken ein gutturaler Buchstabe. Das gibt es doch gar nicht. Einen Moment, darf ich Ihnen einen Nachschub geben? Sie sollen sich nicht genieren, sollen sich wie zu Hause fühlen. Das ist der Grund, weshalb ich mein Hemd, weil ich mich so angezogen habe, damit Sie sich zu Hause fühlen. Genau richtig, sehen Sie? Damit ich sage es Ihnen, wenn ich noch mehr möchte. Ich sage es Ihnen, wenn ich noch mehr Hunger habe. Okay. Auch Durst, ich habe noch, es ist noch Wasser da. Wir haben zwar momentan im Land eine Dürre, ja. Nicht das, was der Mann gesagt hat, dass er gesehen hat, eine lange Dürre, sondern eine Wassernot. Aber für Trinken ist immer noch da. So, Madame, fragen Sie weiter. Also ich würde gerne noch was hören über die Zeit Haifa, warum Haifa, Buchhandlung. Ah, warum Haifa? Erstens bin ich in Nahalal meine erste Station gewesen, da war ich ja nur ein halbes Jahr. Dann, in Hebräisch gibt es einen Ausdruck, Hitputarti. Das heißt eigentlich nicht, ich Hitputarti, ich habe mich demissioniert, sondern ich wurde gezwungen, zu demissionieren. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe jemanden gepatcht, wie man sagt, in Bayerisch auf Watschen gegeben, der mich beleidigt hat. Das war eine, dort war eine etwas unglückliche Geschichte. Die Jugend war verteilt, 51 Leute, und ich war der alleinige Matriarch, das war ja auch zu schwer. Aber ein Teil von den Jungs kamen aus dem Shomer HaTzair, HaShomer HaTzair. Ja. Und die haben sich verbunden mit einem der linken Kibbutzim. Und Nahalal ist doch ein Moschaf, das war doch der erste Moschaf auf Dim. Ja. Und ich will nicht sagen, dass die gegen die Kibbutzim waren, aber eine ganz andere Ideologie. Die haben doch gehofft, dass die Jungs dann bleiben werden. In einem Moschaf. Einige sind übrigens auch dort geblieben. Haben Sie damals auch an der Landwirtschaft mit teilgehabt oder waren Sie nicht? Nein, ich habe genug zu arbeiten gehabt. Ich habe nur einen Garten, habe ich mir sofort gemacht. Ja. Und da habe ich halt ein interessantes hebräisches Wort kennengelernt. Wie man mir den Garten gemacht hat, sagt mir der Mensch, der das gemacht hat, die Installation, die Wasser, die Skoreta Schieberle Maler. Schieber. Das ist so ein Hahn. Ja. Übrigens, bei der Gelegenheit, das wird Sie interessieren, einige deutsche Wörter sind bei unseren Sabres sehr beliebt. Ein Biss. Tell die Biss. Ah. Und Anir Kachrak Schluck. Ah. Ja. Komisch. Übrigens, das Wort Schluck hat eine interessante Etymologie. Soll ich Ihnen nicht ein Glas mitholen, dass Sie etwas trinken können zwischendurch? Nein, ich kann nicht mehr trinken. Ich habe nämlich schon wie ich gekommen bin, habe ich einen Tee getrunken. Jetzt ist die Stimme besser. Eben ja, der Mietz ist draußen. Ich dachte für Sie, nicht für mich. Ja, und ich weiß, Moment, ich weiß. Ich lasse mich auch manchmal bedienen. Ja. Und das Wasser ist auch draußen. Ich bringe Ihnen ein bisschen. Nein, ich kann nicht, momentan nicht trinken. Ich habe einen, was man nennt, einen süßen Magen. Und ich habe mir einen Tee genommen mit etwas Zucker und nachher eines von diesen Plätzchen versucht. Übrigens, ja, also Sie wollten aber Schluck. Hören. Schluck, ja. Ja, warum bin ich nach Haifa gekommen? Also, ich habe gesagt, in Jerusalem sind Berge, in Tel Aviv ist Wasser. In Haifa ist Wasser und Berge. Der Karmel. Ja. Und wo haben Sie da gewohnt? Im Karmel Achusa? Ah, nein. Zuallererst habe ich gewohnt in Herzliya. Das habe ich geglaubt, das wäre zwischen Hadar HaKarmel und Karmel. Das war ein Irrtum. Und dann habe ich gearbeitet in einem Bet Sefer Chugim. Und da habe ich. Chugim? Chugim heißt Kreise. Chug. Wie Uga, dasselbe Wort.
Ja. Uga, eine Uga ist eigentlich ein Rundbrot, eine, was man heute eine Pita nennt. Ja. Übrigens, ich glaube, Sie waren einmal hier gewesen früher. Ja. Vor vielen Jahren. Ja. Aber hier im Haus nicht. Das ist nein, in Israel. Ja. Denn ich habe, wo waren Sie gewesen? Haifa. In Haifa. Ja, deshalb hat es mich auch interessiert. Aha. Und dann waren wir mal Haifa und auch hier, Jerusalem. Bei einer Party bei einem Schulleiter in der Rehov Panorama. Ja. Die heißt jetzt, officially heißt die Rehov Yefeinov. Ja. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir ziehen auch herauf. Und habe eine Wohnung genommen in der Derech HaYam, Sea Road, ja, im Zentrum. Und dort habe ich eigentlich schon gemacht das erste Ulpan, und zwar ein Ulpan Chofshi. Was heißt ein Ulpan Chofshi? Einige Male abends konnte jeder kommen für Konversation. Das waren Leute, die natürlich schon gesprochen haben. War? Darf ich anlassen? Nein, nein, Moment, das ist meine Tochter wahrscheinlich. Ja, sie verständigt, sie muss sie anlassen. Hallo? Hallo, ja, da ist der Art. Bubu, what about the Amnun? Ja. Mama? Ja. 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 Oh. Ja. Ja. Rega. Beseda Gamur, Besed. Okay, okay. Ja, Beseda Gamur. Ja. What? Oh, the Beseder. Okay. Okay, im Ken als Machar. Ja. Shalom, shalom. Also Sie sehen, wir sprechen manchmal ein Gemisch von eben, Deutsch. Deshalb habe ich habe mir das gedacht und darum habe ich Sie überhaupt ja, anlassen darf. Ja, ja, selbstverständlich. Aber Ihre Tochter spricht Deutsch die ganze Zeit mit Ihnen. Sie hat in Zürich promoviert. Abgesehen davon, sie ist ja in Deutschland geboren. Und nein, ich dachte, vielleicht wechselt sie auch, aber sie sprach durchgehend Deutsch. Sie spricht, wir unter uns, wir sprechen oft dort meistens Deutsch, manchmal Hebräisch, aber immer wenn die, ich glaube, ich habe Ihnen das gestern schon gesagt, sagen wir sind in Gesellschaft mit jemandem, der Ivrit spricht, dann strictly Ivrit, damit, das wäre ja unhöflich, ja, weil der kann denken, man spricht über ihn, Sie verstehen? Ja. Umgekehrt sind es Leute, die Deutsch sprechen, dann nur Deutsch, nur Englisch, dann nur Englisch. By the way, Englisch habe ich erst mit 50 Jahren ungefähr gelernt. Ah. Ich habe ja keine, ich bin ja, wie sagt man, wir haben ja keine Sprachen gelernt. Ja. Wir sollten lernen Französisch. Aber ich finde es so schön, Ihr L ist in allen Sprachen Bitte? Fränkisch. Ihr L ist in allen Sprachen Fränkisch. In Ivrit, in Englisch. Das erinnert mich, die Gewehret, wie heißt sie, die Chefredakteurin vom Davar, die Hanna Semer hat einmal gesagt, sie spricht alle Sprachen mit einem ungarischen Akzent. Nur Ungarisch, ich weiß nicht, hat sie gesagt, nur außer Ungarisch, ich weiß nicht, so ungefähr. Ja, also noch etwas. Ich hatte eine Schwester meiner Frau, die war schon einige Monate vorher gekommen. Das ist nicht die in Antwerpen, eine andere Schwester. Eine andere Schwester. Die Antwerpen, die ist in Holland geblieben und in Holland gestorben und die Tochter hat man weggeführt. Die war damals in Achusa, hat ein Restaurant gehabt und
Die hat auch in Frankfurt ein bekanntes Restaurant gehabt. Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir... Ich habe übrigens Haifa immer sozusagen gerne gehabt. Ich habe gesagt, wie ich Ihnen erzählt habe, ich wollte haben Yam und Harim. Ja. Ja. Habe ich Sie schon gefragt? Ich habe immer in Haifa bei einer Familie Brandstätter gelebt. Shimon. Ein Moment. Ja. Der hatte auch mal einen Buchladen. Ganz. Was der hatte? Der hatte auch mal einen Buchladen, glaube ich, der Shimon Brandstätter. Ein Moment. Ein großer Mann. Ein Moment. Ich hatte einen Schüler Brandstätter. Ja, der hat sich geheißen, den haben wir genannt, das heißt in der Bezefere Ali. Ja, da hatten wir zwei, Sandy und Brandy. Übrigens der Sandy, der hat aus einer interessanten Familie, und zwar das erste Elektrizitätswerk gemacht hat. Ist Ihnen der Name entfallen? Ja, Namen gehen mir momentan aus dem Kopf. Das sind alles ja auch andere. So viele. Bitte? So viele Namen, ist doch klar, dass da ein paar aus dem Kopf gehen. Nein, ich weiß nicht warum. Denn sonst habe ich ein, ich muss schon sagen, anormal gutes Gedächtnis. Ein Familienfehler. Ja. Rutenberg. Ja, Sie kennen den Namen Rutenberg. Nein, das ist der Elektrizitätsmann. Ja. Und der war zwar nicht, der war vom Bruder ein Sohn gewesen. Nicht von dem berühmten Rudenberg, sondern von Rudenberg. Der hat ein Hospital gegründet, das heißt eigentlich die Frau. Das hieß Mollada. Was heißt Mollada? Eine Gebärklinik sozusagen. Ja. Speziell für... Entbindungsheim, ja. Ja. Und der Brandstätter war mein Freund Brandstätter, ja, wäre so das, alt wie Sie heute. Den kannte ich aber nicht. Ich kannte nur den Jungen. Ich kannte manche Eltern. Warten Sie mal. Der Sohn, Omri heißt der. Kann das der sein? Nein, das war der nicht. Das war ein anderer Brandstätter. Ja. Weil der ist heute etwa 50 Jahre alt. Der Sohn von meinen Freunden. Die Freunde sind tot. Der Sohn weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, warum. Der Name Brandstätter ist ziemlich bekannt bei den Juden. In östlicher Herkunft und so weiter und so weiter. Bei der Gelegenheit wollte ich Sie etwas fragen. Kennen Sie den Namen Leidegger? Nie gehört? Nein. Auch Lai haben Sie nie gehört? Lai, ja. Was ist Lai? Den Namen habe ich schon mal gehört. Aber ja. Schiefer. Ah. Der alte Name für Schiefer. Ja. Von da kommt die Lorelei. Ah. Ein Moment. Ich mache ja mit Ihnen keine Prüfung, aber warum komme ich immer wieder auf diese komischen Fragen? Weil Sie doch Prüfungen machen. Bitte? Weil Sie doch Prüfungen machen. Nein. Weil es mir immer schrecklich... Ich behaupte, dass zu viele... haben Schwierigkeiten mit dem Erlernen einer Fremdsprache, weil sie ihre eigene nicht kennen. Aber das ist ein spezieller Zweig, die etymologische Forschung. Ich weiß es. Ja. Nicht, hochinteressant. Nein, Moment. Nicht. Ich sage Folgendes, in einem Buch schreibe ich jetzt Folgendes, immer in der deutschen Ausgabe. Wozu muss jemanden die Wege, das gehört zu den Wegen der Sprache, lernen? Wozu? Und da sage ich Folgendes und behaupte Folgendes. Wenn jemanden er weiß, er bleibt zeitlebens in seinem Dorf, ja? Ja. Dann braucht er nicht lernen, nicht Etymologie und nicht die Wege der Sprache. Er kann so bis an sein Lebensende weiter trotteln. Aber in dem Moment, wo er eine Fremdsprache lernen will oder muss, ist es am besten, wenn er die Wege, nicht die Wörter, die Wege der eigenen Sprache kennt.
Ja. Das hab, ich habe das tausendmal festgestellt. Ich werde Ihnen ein interessantes Beispiel erklären. Heute will ich Ihnen etwas anderes sagen. Eine Nichte von mir, die hat, war auch war Lehrerin gewesen, und da frage ich sie mal, Miriam, das ist ein Schwesterkind, wie habt ihr diese sieben Formationen des Zeitwortes genannt? Habt ihr das gerne gemacht? Sagt sie, die haben wir genannt, Shiv'aha Medorot Shel Hagehinom, die sieben Stufen der Hölle. Denn es ist eine alte Überlieferung, dass der Mensch sieben Stufen der Hölle durchgehen muss, bis er in den Himmel kommt und so weiter und so weiter. Also eines Tages hatte ich mal einen erwachsenen Schüler, der war schon in den Oberklassen von Beit Sefer Ali. Und da sagt er mir Folgendes. Bekol ha-dik-tuk mistowefli ha-rosch. Von dem ganzen Grammatik ist mein Gehirn Jiddisch, miteinander. Es treibt, nein, ja. Das ist eine Übersetzung aus dem Jiddischen. Es dreht sich mir der Kopf. Es dreht sich mir der Kopf. Habe ich ihm gesagt. Be-Ivrit secharcharli ha-rosch. Wie war das andere Wort? Secharcharli. Er hat gesagt, Mistowefli Harosch. Ja. Oiwa Woi, sagt er, wie kann ich das wieder merken? Der kam aus Tschechei, Tschechoslowakia. Sag ich zu ihm, wie heißt Socher, ein Kaufmann? Das Wort kennst du? Ja. Sagt er, ja. Sag ich, das bedeutet nämlich auch eigentlich herumgehen. Wie heißt das in Tschechisch? Sagt er, Obchotnik. Und wie ist das Zeitwort? Obchot. Und was heißt Obchot? Herumgehen. Nun hast du doch. Ah, sagt er, jetzt werde ich das nie vergessen. Scharchoret. Also, das ist dasselbe, was ich Ihnen sage. Würde der Mensch seine Muttersprache kennen? Ja. Zum Beispiel in Deutsch, erschrecken. Was bedeutet erschrecken? Das bedeutet, da wird mit Ihnen jeder sagen, Angst bekommen, so ungefähr. Ja, sage ich, aber was bedeutet das wörtlich? Keine Ahnung. Nur aufspringen. Wie soll ich das wissen? Sage ich, hast du mal einen Heuhüpfer gesehen, den man auch Heuschreck nennt? Ach Gott, ja, aber wer denkt denn an solche Sachen? Ja, sage ich, wenn du eine neue Sprache lernen willst, musst du deine Muttersprache etwas besser kennen, dann hast du die Übergänge. Und by the way, die Wurzel S oder Schien, Reish, Kof, also in Deutsch das Wort Schreck, auch die drei Konsonanten haben den genauen Gegenpart im Hebräischen. Aufgehen und heruntergehen. Übrigens, vielleicht kennen Sie den Ausdruck im Arabischen, der Osten, Schark, Schark. Ja, Ostjordanien, Transjordanien, hat man mal gedacht, Schark el-Urdun, bis es jetzt Jordan geworden ist, nur Jordanien. Ja? Und dasselbe Wort haben sie im Deutschen, Schreck einerseits und der Schurke andererseits. Darüber werden Sie lesen im Buch. Ja, also, und da haben wir angefangen in Haifa, war ich als Lehrer, Ivrit-Lehrer und Gesanglehrer, nicht Gesang eigentlich. Man hat nicht Gesang gelehrt, sondern wir haben gelehrt hebräische Lieder. Ja? Und da habe ich von zu Hause sozusagen schon eine große Anzahl mitgebracht.
Aber es waren sehr wenig Gesang, das hat man genannt Morele Simra. Ja? Verstehen? Wir waren in ganz Haifa in meiner Zeit 4 oder 5, das weiß ich mal nicht ganz genau. Und ich erinnere mich noch an eine interessante Sache, dass ich einmal gegangen bin an eine sehr große Schule und gefragt habe, ob sie einen Morele Simra brauchen können. Einer der größten Schulen, da sagt mir der Menahel, ja, sagt er, wenn wir nur hätten das Takziv, das Budget, ja. Wir können uns das nicht erlauben. Ich möchte sehr gerne, und also ich habe gearbeitet an 3 Schulen damals. Also dann praktisch ohne feste Anstellung, immer mit Jahresverträgen. Ja, feste Anstellung hat man bekommen erst nach einigen Jahren. Ja. Aber ich habe ja damals, bin ja weggegangen, weil man mir die Stunden nicht übertragen wollte nach Nachmittag, denn ich wollte dieses, was faktisch das erste Ulpan war, gründen. Der Name Ulpan ist zum ersten Mal gebraucht worden von Professor Kamrat in Jerusalem in 1948. Ja.